Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe mal Wolken als Hintergrund genommen und ja, meine Haare, die sind auch irgendwie in letzter Zeit anders. Okay, ich finde es eigentlich so ganz gut jetzt, ja. Vor einigen Tagen, es ist ja jetzt wärmer geworden, also jetzt ganz kurz ist es erst her, saß ich abends am Lagerfeuer mit einem Bekannten von mir, ein Schamane, und wir haben beide gechannelt, beide uns ausgetauscht über die aktuelle Lage von unserer Erde, über den Gaia-Aufstieg, über die Elemente, über das Wetter und über die schamanischen Dinge, das schamanische Verständnis da dazu. Es war hochinteressant und ich möchte euch das gerne mitteilen, denn es ist immer gut, wenn man das alles selber ein bisschen besser verstehen kann, wenn man so die Hintergründe weiß. Jetzt war es ja oder ist es ja bis jetzt eigentlich ziemlich kühl gewesen dieses Jahr. Es war so ganz ein anderes Jahr als sonst, wo es immer sehr heiß war. Natürlich hat es auch seinen Grund durch die C-Zeit, dass wir ja nicht so oft verreist sind, dass wir das alles so eingeschränkt haben. Dadurch hat sich ja die Erde erholt. Aber jetzt ist die Erde sozusagen in der zweiten Stufe. Und durch diese untypische, kalte Situation, die wir jetzt hatten und eigentlich auch immer noch haben, haben wir mit der Erde kommuniziert. Und Mutter Erde, Lady Gaia, hat gesagt, sie zieht im Moment ihre Kräfte ins Innere. Sie zieht ihre ganze Energie ins Innere zurück. Also das heißt, sie zentriert sich und konzentriert sich. Sie ist mit sich selbst verschmolzen und das ist fast so, wie wenn wir meditieren. So ist Mutter Erde im Moment. Sie ist sehr achtsam, aber sie achtet nicht so sehr auf das Außen, aber mehr auf das Innere. Und eine Botschaft war auch, es kommt ein Polsprung. Es wird also zu diesem Polsprung kommen, welcher dann sehr vieles nochmal verändern wird. Also das steht uns bevor. Und dadurch, dass die Erde sich jetzt verändert, verändern sich auch automatisch die vier Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Also diese vier Elemente, und die betreffen ja jeden Menschen. Wir sind ja auch mit den Elementen verbunden und wir werden nachher am Ende des Videos zusammen eine energetische Meditation machen, um uns mit diesen Elementen zu verbinden und herauszufinden, was hat es jetzt für Veränderungen für jeden Einzelnen und was können wir damit anfangen, wie bringt es uns weiter, wie können wir Mutter Erde unterstützen. Das werden wir später machen, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal, die Erde zieht also ihre Energie nach innen, konzentriert sich auf den Erdmittelpunkt, dorthin, wo ihre ganze Kraft liegt, wo auch ich immer das Herz von Mutter Erde pulsieren spüre. Und das ist jetzt einfach Mutter Erde. Sie hat diese Transformation, die bevorstehende Transformation durch den Polsprung. Dafür braucht die Erde Kraft. Ja, und dafür bereitet sie sich vor. Und deswegen war es auch so kühl gewesen. Wer das auch noch ganz genau weiß, das sind die Naturwesen. Die sind ja noch viel intensiver mit der Erde verbunden. Und wer von euch eine Verbindung zu den Naturwesen hat, der kann die gerne fragen und da so ein bisschen reinspüren und gucken, was die auch für Botschaften für euch haben. Also die Naturwesen spüren das auch sehr deutlich, dass Mutter Erde jetzt so nach innen gekehrt ist und dadurch kommt alles in eine andere Schwingung. Das Gesamte, die Energie, die Erde besteht ja aus Energie und diese Energie bekommt eine ganz andere Schwingung und im Moment ist also diese Ruhephase. Erde braucht erstmal Ruhe und dann wird man sehen, wie schnell es weitergeht, wenn es dann losgeht sozusagen, ne? Also die Erde ruht sich aus, kann man jetzt einfach sagen. Und die vier Elemente,
Feuer, Erde, Wasser, Luft, die sich ja dadurch auch verändern. Die sind in dem Umschwung jetzt drinnen, die werden extremer werden. Also die vier Elemente wirst du in dir extremer spüren. Und wir werden also am Ende nachher zusammen eine Meditation machen, um die vier Elemente in uns zu fühlen, uns der aktuellen Lage jetzt anzupassen. Denn es ist immer gut, wenn man da so in dem Gleichgewicht mitschwingt, also da ein Teil davon ist und nicht dagegen ankämpft. Aber einfach, man sollte wissen, dass wenn man sich vielleicht jetzt nicht so wohlfühlt oder wenn man öfters mal Kopfschmerzen hat oder irgendwas ist, was sonst nicht normal ist, das liegt an dieser Umstellung von Mutter Erde und den Elementen. Also es ist jetzt kein Grund zur Sorge, sondern man sollte einfach wissen, ach so, ja, das kommt daher. Also die Erde bereitet sich auf diesen Polsprung vor und so sollten wir uns dann jetzt auch ein bisschen orientieren, dass wir uns auf diesen Polsprung auch vorbereiten. Und das tun wir jetzt dann gleich mit der Meditation. Es ist so, dass man auch nachher feststellen kann, zu welchem Element man überhaupt gehört. Ja, es ist ja zum Beispiel zum Wasser, wenn man da vielleicht auch vom Sternzeichen her eine besondere Anziehungskraft verspürt. Also ihr kennt es alles, welche Sternzeichen jetzt zu den vier Elementen zugeordnet sind. Das könnt ihr auch für euch nachschauen. Und dann, das finde ich besonders wichtig, dann in der Meditation reinfühlen. Wie fühlt sich denn dieses Element jetzt für mich an? Ist es mein Element oder verändert sich das? Habe ich dann auch noch Beziehungen zu anderen Elementen? Also bei mir ist es so, ich habe zu verschiedenen Elementen auch eine Beziehung aufgebaut und bin dadurch in meiner Mitte mehr. Ich bin dadurch einfach ruhiger und sicherer. Und ich wünsche mir das so für euch auch, dass ihr das auch fühlen könnt und dadurch ja schön ausgeglichen seid, weil einfach diese Verbindung zu allen Elementen, dann die Verbindung zu Mutter Erde auch leichter ist. Und dann bist du so, spürst du so sehr, ein Teil des Großen und Ganzen zu sein. Und das gibt dir einfach ein ganz tolles Gefühl. Und dann wenn es soweit kommt, wenn Mutter Erde sich dann bewegt wieder, wenn sie dann anfängt, in ihre Kraft, in ihre Erwachenskraft zu gehen, dann hast du eine ganz besondere Anbindung in dem Moment. Und das wünschen wir uns ja alle, also weil wir leben ja auf der Erde, wir machen da ja automatisch alles mit, wir sind also da immer involviert. Und je besser wir diese Verbindungen haben zu den Elementen, umso schöner und tiefer werden wir das dann fühlen können. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt dieses Medizinrad kennt aus dem Schamanismus. Also, ich werde mit euch diese Meditation machen, die uns in die Energie des Medizinrades hineinbringt. Und da könnt ihr dann genau fühlen, wie ihr zu den einzelnen Elementen steht. Und wir werden dann auch integrieren die ganze Kraft der Elemente in euch. Und so kommt ihr total in die Mitte. Und ich denke, es können auch sehr viele Visionen noch entstehen und ihr könnt dadurch dann auch vielleicht sehen oder fühlen, wie es für euch sein wird, wo euch euer Weg dann hinführt. Auf jeden Fall geschieht eine sehr gute, große Ausgleichung der Balance. Also die Balance wird sehr gut ausgeglichen und ihr werdet sehr gut angebunden an die Elemente und Mutter Erde. Und dann kann ich euch auch gleich verraten, was wir als nächstes geplant haben für die Kanalmitglieder. Jetzt kommt er erstmal oder kam erstmal am 1.6. die Ausbildung zum Akasha-Heiler. Danach kommt die Ausbildung zum Erdheiler. Und das ist jetzt so schon ein bisschen die Einstimmung, wie es dann sein wird. Also gerade Erdheilung, weil unsere Erde braucht Heilung, sie braucht Kraft und Liebe. Und je mehr wir unserer Erde das schicken, umso besser wird es ihr gehen und umso leichter wird auch alles gehen. Denn es ist ja Großes geplant von Gottes Plan, was hier alles so noch ansteht, das sind alles große Dinge, die geschehen werden. Und je mehr wir die Anbindung dazu haben
umso einfacher wird es sein und umso leichter kann Mutter Erde dann mit uns gehen, weil auf sie kommt es drauf an. Allein können wir es nicht gehen. Wir brauchen Mutter Erde dazu. Ja, und das machen wir heute. Ich freue mich sehr auf dich. Schön, dass du da bist. Und ich wünsche mir für dich, dass du ganz viel jetzt aus dieser Meditation für dich herausziehen kannst, dass sie dich die Meditation sehr, sehr gut unterstützen wird. Wir werden also nacheinander die Elemente durchgehen und du wirst deinen Platz dann dabei finden. Wenn ihr jetzt alleine seid, oder was heißt alleine, wenn ihr mal in der Natur unterwegs seid, das ist man ja zurzeit öfters, und dann könntet ihr auch, wenn da zufällig Steine oder Stöckchen oder sowas liegt, könntet ihr einen Kreis um euch herum legen mit diesen Dingen, die ihr so findet im Wald. Ja, das können verschieden große Steine sein, verschieden große Zweige, Äste, Federn, was also da alles so ist, könntet ihr legen und euch in die Mitte stellen und diese Meditation nochmal anhören. Das wäre eine Möglichkeit, das noch zu vertiefen und sogar in der Natur dann noch sich noch tiefer mit Mutter Erde zu verbinden. Wer möchte, könnte auch nur 4 Steine legen und die dann immer genau in der Himmelsrichtung Osten, Süden, Westen, Norden auslegen. Das kann man also auch tun. Also das könnt ihr so für euch dann nachher mal machen oder später einfach mal machen. Das Handy hat man doch meistens dabei. Und dann hört ihr euch das nochmal an und geht nochmal ganz tief rein. Ich glaube, das ist ein wundervolles Erlebnis, das dann auch mal tatsächlich in der Natur zu machen. So, und jetzt fangen wir aber auch gleich an. Ich muss erst nochmal einen Schluck trinken und dann bin ich auch bereit. So, und ich sprühe nochmal hier Smarana und die Energie der neuen Zeit. Geliebter Mensch, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser Elemente-Meditation der neuen Zeit und ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle, damit wir die Energien der Elemente vollkommen frei genießen können. Und schon breitet sich Schutz um uns alle aus. Geliebter Mensch, stelle dir nun vor, dass du auf einer Wiese stehst und dass du 4 Steine in einem Kreis um dich herum gelegt hast. Stelle dir vor, dass du genau in der Mitte von diesem Kreis stehst und dann richte deinen Blick nach Westen. Stelle dir vor, dass ein schwarzer Stein in Richtung Westen liegt. Verbinde dich mit Mutter Erde. Verbinde dich mit der Liebe von Mutter Erde. Und dann wende dich nach Westen. Du stehst in der Mitte dieses Kreises und bist nun mit der Energie der Schöpfung verbunden. Lass die Energie des Wassers auf dich wirken, denn der Westen
ist mit dem Wasser verbunden. Der Westen ist mit deinem Körper verbunden, mit deinen Aktionen, und er unterstützt die Energie der Heilung. Und so sei nun ganz still. Lasse deine Gedanken still werden und fühle, wie die Energie des Wassers deinen Leib reinigt, wie dein Körper frei wird von allen möglichen Verunreinigungen und wie dich das Wasser trägt und deine Aktionen unterstützt. Und lass dich dabei so tief fallen, wie es geht. Empfange die Energie aus dem Westen. Und nun wende deinen Körper und deinen Geist nach Osten, dorthin, wo dich die Farbe Gelb empfängt. Wo das Element des Feuers dich begrüßt, deine Seele ausdehnt. Wo du Zugang zu deiner Spiritualität erhältst und diese vertiefen kannst. Der Osten lässt dich deine Werte bestimmen, deine Hellsehigkeit ausdehnen und du spürst deine Seele. Lasse dich fallen in diese Energien, lasse dich tragen und spüre die Kraft des Elementes des Feuers, welches dich umgibt, wärmt und welches dich anheizt, weiterzugehen, tiefer zu fühlen. Nun wende deinen Blick nach Norden, dorthin, wo der Wind dir weise Energie übergibt, wo das Element der Luft deinen Geist reinigt, dorthin, wo dein Intellekt, dein Geist sich entwickeln darf. Dort, wo du Sicherheit für deine Entscheidungen fühlst und wo du deine Kraft als Krieger der Liebe fühlst. Die Energie des Empfangens, des Bekommens wird nun übertragen. Der Wind lädt dich ein, mit ihm zu reisen.
deinen Geist frei zu machen. Deinen Geist zu stärken für Klarheit und Kraft. So wende dich nun gen Süden, dorthin, wo dich die Farbe Rot einlädt, dein Herz zu fühlen. Dort, wo der Wolf dich anlächelt, dein Herz sich ausdehnt und deine Emotionen geheilt werden. Dorthin, wo die Energie des Gebens dich berührt und das Element der Erde dich empfängt, dir Sicherheit gibt und zu verstehen gibt, dass du auf der Erde willkommen bist. Spüre nun diese Energie. Alles ist im Fluss der Wandlung. Es ist der ewige Fluss der Neuentstehung, der Erneuerung und der Liebe. Du stehst in der Mitte aller Elemente und spürst die Kraft der Schöpfung. Spüre nun Gottes Liebe. Spüre den Ausgleich der weiblichen und männlichen Energie. Und spüre Gottes Liebe, welche dich trägt. Du bist ein Teil von allem, was ist. Ein Teil des ewigen Flusses der Wandlung. Und bei dem Element, wo du Bilder oder Gefühle erhalten hast, aus diesem Element kannst du Kraft schöpfen. Und wenn du diese Meditation wiederholst, kann es sein, dass du nach und nach über jedes Element Kraft bekommst, denn der Zugang zu jedem Element wird dir eröffnet. Und so spüre die Kraft der Schöpfung in dir. Und spüre auch Lady Gaia, denn Lady Gaia trägt ebenso diese vier Elemente in ihrem Herzen. Und darüber bist du nun auch ganz eng mit ihr verbunden. Und nun lass dir ein wenig Zeit, damit die Energien sich in deinem Körper, in deiner Aura, in deinem energetischen System ihren Platz suchen, um für dich zum allerhöchsten Wohle zu wirken.
Du bist vollkommen zentriert und angepasst an die neue Zeit. Und dann komme in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ja, und jetzt überlege dir, wie die einzelnen Elemente für dich gewirkt haben. Vielleicht magst du schreiben unten in den Text. Schreibe mir, wie du dich fühlst, ob du vielleicht auch Lady Gaia gefühlt hast. Also ich für mich, ich spüre ein total neues Körpergefühl und ich bin eng verbunden, total eng verbunden mit den Elementen. Es ist eine sehr heilsame Meditation. Und du kannst für dich jetzt erkennen, welche Energie du aus den Elementen bekommen hast oder für dich verwenden kannst. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, ganz viel Kraft und ja, gemeinsam schaffen wir alles. Also bis dann, tschüss, ein Küsschen, bis bald.